Wacken, der Name der kleinen Gemeinde in Schleswig-Holstein, ist Hardrock-Fans mittlerweile ein Begriff. Von heute an findet dort das schon legendäre Heavy-Metal-Festival statt. Begonnen hatte alles 1990. Damals traten 12 Bands in einer Kiesgrube in Wacken auf, vor 800 Zuschauern. Mittlerweile spielen rund 150 Bands auf dem Open Air, vor mehr als 75.000 Besuchern. Es ist mal wieder soweit. Im Jahr 28 nach der Gründung des Wacken Open Air Festivals. Wir machen Spaß und Freude an schönen Tagen. Und mal wieder sind alle Karten ausverkauft. Die Begeisterung von den Leuten, die hierher kommen, die fast ihr letztes Hemd geben, um einmal im Jahr in Wacken feiern zu können, das ist dann schon sehr berührend und sehr bewegend. 75.000 Menschen sind wieder bis tief in die schleswig-holsteinische Provinz gekommen. Und da Heavy-Metal-Fans für ihren Bierdurst bekannt sind und die Wackener Wiesen schnell verschlammen, haben die Veranstalter diesmal eine Bierpipeline verlegt. Die ersetzt den Pendelverkehr der Tankwagen. Doch auch in Wacken ist die Terrorangst angekommen. Die Metalheads, wie sie sich selbst nennen, werden geschützt von Barrikaden, Kameras und deutlich mehr Sicherheitspersonal als früher. Wir analysieren gemeinsam die aktuelle Lage und treffen gemeinsam Entscheidungen, ziehen die auch gemeinsam durch. Und am Ende des Tages tragen wir auch gemeinsam die Konsequenzen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis. Härter, schneller und lauter heißt das Motto bis zum Sonnabend. Doch heute Abend gehört die Hauptbühne erst noch einmal der Blaskapelle der Dorffeuerwehr Wacken. Ein traditioneller Auftakt, bevor es richtig losgeht.